to be fading into another world to be another place, because this is too horrible, like in hell to me, this world is only what you want. Hallo Leute, zum dritten Advent. Ich weiß, es ist alles scheiße und ihr solltet auf eure Ärsche aufpassen, aber abgesehen davon habe ich auch noch was anderes vorgehabt und das werde ich jetzt trotzdem knallhart durchziehen. Und zwar wollte ich euch mal erklären, was Freiheit ist und oder wie man Freiheit erlangt und noch etwas über das Om sagen. Also es geht um Freedom, um befreites Om. Wobei Om der kosmische Laut ist, der die Materie erschafft. Freiheit zum Ersten ist auf jeden Fall eine Sache, die schwer zu erreichen scheint, aber eigentlich nicht ist. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit, jederzeit frei zu sein und dadurch könnt ihr auch jederzeit euch in Freiheit bewegen. Das heißt, ihr seid auch jederzeit frei, alles zu tun und zu lassen, was ihr wollt, mit allen Konsequenzen. Jedenfalls heißt Freiheit auch, dass ihr für euch selbst euch mit Gott verbinden könnt. Und die einzig wahre Befreiung ist, wenn ihr Gottverbundenheit im Leben erlangt. Alles andere ist nur ein Trugschluss, weil Gottverbundenheit bedeutet, dass ihr eins seid mit euch selbst und damit seid ihr unverzerrt das, was ihr wirklich seid. Deswegen seid ihr dann frei. Nicht, weil Gott euch dann steuert oder euren Willen beherrscht, sondern weil ihr dann einfach mit Gott eins seid und mit euch selbst damit auch gleichzeitig eins seid. Und das heißt, euer Ego und eure Triebe und eure Gewohnheiten können euer Handeln und das, was ihr fühlt und denkt, nicht mehr verzerren. Und dadurch seid ihr wahrhaft frei. Das ist zum einen schon mal free. Und jetzt kommt das Om. Das Om heißt, Om ist eigentlich Aum, Amen, Shalom. Das kann man auch singen, das habe ich euch ja schon in dem anderen Video beim ersten Advent gezeigt. Und was auch möglich ist, ist, dass ihr das Om eben innerlich hören könnt. Und das ist eine besonders hohe Kunst. Da erzähle ich euch jetzt eine kleine Geschichte zu. Folgendermaßen, ich war, ich glaube, 12 oder 13 und habe damals extrem viel Zeit gehabt. Und weil ich eben umgezogen bin in eine andere Region, hatte ich da erstmal auch eben noch keine Freunde und kannte noch niemanden. Und da habe ich halt einfach sehr viel Zeit auch damit verbracht, nichts zu tun und nachzudenken. Und irgendwann habe ich vor lauter Nachdenken alle Gedanken, die ich jemals denken konnte, schon einmal durchdacht. Oder sogar zum zweiten Mal. Und als ich gerade zum dritten Mal oder so anfangen wollte, alle Gedankengänge, die ich überhaupt verfolgen konnte, nochmal zu denken, habe ich irgendwie gedacht, eigentlich ist es voll sinnlos, jetzt weiter zu denken. Und deswegen habe ich dann einfach aufgehört damit. Und in der Zeit, in der ich einfach aufgehört habe zu denken, habe ich plötzlich alles um mich herum wahrgenommen, was existiert gleichzeitig. Und das wurde immer mehr, bis mein Verstand wieder angefangen hat zu denken und gesagt hat, was ist das denn? Also der Verstand, also auch dieses ständige innere eigene Denken, der Eigendünkel, nennt man das auch, hindert einen daran, seine Wahrnehmung zu entfalten. So, das mal zum einen. Das andere ist, ich habe mich auch eines Tages ein bisschen später, also ein paar Jahre später, hingesetzt und stundenlang einfach dem Wasserfall zugehört und dem Rauschen des Windes in den Bäumen. Und das hat dazu geführt, dass ich irgendwann alles als ein gesamtes Musikstück wahrgenommen habe. Das war wie, als würde sich das alles zusammensetzen zu einer
unglaublich harmonischen Musik, die irgendwie jede Musikrichtung der Welt beinhaltet, als wäre das die gesamte Musik der Welt. Und das ist auch das Om. Also man kann es im Außen hören, aber eben nur dadurch, dass man eben gar nicht sich auf das Außen so sehr konzentriert, sondern dadurch, dass es einfach von selbst anfängt zu fließen. Aber das Allerbeste, was ich später noch mitbekommen habe durch meinen Yoga-Lehrer oder Meister, ist, dass man das Om eben auch innerlich hören kann. Und das passiert durch Meditation oder indem ein Meister einen auf eine Bewusstseinsebene bringt in der Meditation, die eben einen dazu befähigt, das zu hören, wenn man dafür empfänglich ist. Das ist dann ähnlich wie ein Rauschen oder so eine Art helle Glocke, die sehr angenehm klingt, oder wie der Wind, also ein Meeresrauschen. Man kann es eigentlich nicht wirklich beschreiben. Es ist auf jeden Fall wunderschön und es ist wunderbar, das zu fühlen. Und deswegen lade ich euch dazu ein, das auch mal auszuprobieren. Allerdings kostet es halt ein bisschen Zeit. Also man muss halt längere Zeit damit verbringen, bis man das finden kann. Okay, alles Gute und alles Liebe und ich wünsche euch noch eine schöne Weihnachtszeit oder eine Schweihnachtszeit, weil die meisten sind ja nur am Konsumieren oder wollen unbedingt Krieg machen und ja. Goodbye.